és általános iskolában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Az idei évben a legkisebbek is készültek a Babarc utca fesztiválra. Fogadják sok szeretettel az óvodások műsorát. A kicsiket Wölfling Anett készítette fel. In Kindergarten und in der Schule von Babarc wird Deutsch als Muttersprache unterrichtet. In diesem Jahr haben sich auch die Kleinsten zu unserem Bohnenfest unter der Leitung von Anett Wölfling vorarbeitet. Viel Spaß dazu! Yeah.
Föld gyermektáncsoportjának és a Babarci iskolás gyermekek műsorcsokra következik. A táncosok azt a táncot hozták el, amit a tavaszi villány gyermektáncfesztiválon adtak elő, és ezüst minősítést szereztek. Ehhez a szép eredményhez szívből gratulálunk nekik. Táncuk címe Zilbertánc. A csoportokat ma is élő zene kíséri, ezúton is köszönjük a zenészeknek a segítséget. A táncosok felkészítője Zsivkovics Nikolett. Zunächst kommt die Kindertanzgruppe des Ungarisch Deutschen Freundeskreises auf die Bühne. Sie werden einen Tanz vortragen, den sie im Frühling in Wieland getanzt haben. Mit Silberqualifikation kehrten sie nach Hause. Wir gratulieren ihnen herzlich. Die Leiterin der Gruppe ist Nikola Zivkovic. A gyermektáncsoport után következnek az iskolás gyerekek. Népdalokat fognak énekelni és verseket mondanak. Részt vettek a megyei népdaléneklési, valamint vers és prózamondó versenyen. Eredményesen szerepeltek. Versmondók lesznek Tajti Lotti, Bogdán Réka és Hornyák Noémi. Felkészítő tanárok Seffer Wilhelm Bernadett és Takács Tímea. Nach den kleinen Tänzer kommen dann die Kinder aus unserer Grundschule. Sie werden Volkslieder singen und Gedichte vortragen, mit welchen sie am regionalen Wettbewerb mit Erfolg teilgenommen haben. Die Gedichte tragen Lotti Zajti, Réka Bogdan und Noémi Hornyák vor. Die Lieder und Gedichte haben ihnen Bernadett Seffer Wilhelm und Tímea Takács einstudiert. Majd az iskolások műsorát Seffer Máté zárja, ő egy vidám történetet ad elő svábul, melynek címe A pap a templomban. Máté az elmúlt héten az országos megmérettetésen negyedik helyezést, valamint Mohácson első helyezést ért el. Szívből gratulálunk neki! Die Reihe bei den Schulkindern schließt Matthias Schäfer, der uns eine lustige Mundartgeschichte vorträgt, mit dem Titel Der Pfarr in den Kirch. Matthias nahm am Landeswettbewerb teil und holte sich den vierten Platz und in Mohatsch den ersten Platz. Wir gratulieren ihm sehr recht herzlich. Thank you.
Afrikan Tabor 20 Stunden und frage manche Dichter da, der keine Reim gefunden. Am Kap der guten Hoffnung, ach, war Afrika zu Ende, allein dachte weiter nach, wie ein Reimwort fände. Saß betrübt am Meeresstrand, wo wilde Welle schäumen, bedenken, da sind rings im Land und fast alle Tiere reimen. Als Ramsi sprach er Kuh auf Nu und Stier auf Vampir, auch Marabout, Känguru sind rein verwandte Tiere. Warum Ramsi der Löwe nie so lässt, ist reinlos bleiben? Wird niemals jemand ein Gedicht mit Löwe reimen schreiben? Der arme Löwe saß und sang in unversandten Schaben, da kam ein weißer Vogel an und sagte, guten Abend, lass mich ein, entferne dich, erwiderte der Löwe. Ich suche einen Reim auf mich, da sprach der Vogel, Möwe. Zwei Ramsi sprachen sich Mutzart und andere dumme Lachen, jedoch auch mit zwei Reimen und sie fing an zu lachen. Der Löwe lachte ebenfalls und raste vor Entzücken, fiel der Löwe um den Hals, als wollte sie erdrücken. Rief, ich habe einen Reim, hoch lieber jeder Möwe, jetzt gehe ich beruhig heim, als der gereimte Löwe. Seitdem sagt jedes Löwekind zu jeder Möwe, Tante, weil sie doch jetzt Verwandte sind, zumindest Reimverwandte. Das geht auch. Ich bin der Clown Cornelius.
das Spinalied für mich. Nun seht, wie klein die Geige ist, doch damit spiele ich. Ich klemme sie leicht unters Kinn, streich den Bogen herumhin. Dann lüpf ich meinen schönen Hut. Ja, das gefällt mir gut. Ich bin der Clown Cornelius, schaut meine Schuhe an. Und falle ich auch einmal hin, lach ich so laut ich kann. Ich hole meine Geige her und spiele ein Lied, das ist nicht schwer. Da lüpf ich meinen schönen Hut, ja, das gefällt mir gut. Ich bin der Clown Cornelius, das Spiel ist jetzt zu Ende. Ich sage euch auf Wiedersehen, wir reichen uns die Hände. Ich hole meine Geige her und spiele ein Lied, das ist nicht schwer. Da lüpf ich meinen schönen Hut, ja, das gefällt mir gut. Zur Predigt ist auf die Kanzel gegangen und am Ehen hat gesucht.
Ich muss noch was erwähnen. In meinem Garten hat ich so schön Kraut geholt. Und jetzt Hunsamer ist alles gestohlen. Ah, hab ich Hunsamer genossen. Mit Herrgottes was ist überwäscht worden. Ich kenne, Und ich werfe das letzte Kraut. Ah, es ist das Ahot. Noch hat er das Kraut in der Hand genommen und hat gezielt. Und jetzt ist die Nachbarin, die Gott drei Wurzeln versteckt, hat auf ihren Mann geschaut und hat laut gequetscht. Yes, Maria, Hans, weg dich! Warte, treff dich! Na, noch Wurzelhaus. Und so hat das ganz durchgewiss, wer das Kraut gestohlen hat. A Bói Általános Iskolába jár Pesti Janka és Pesti Hanna, akik a megyei német népdaléneklési versenyen kitüntetéses aranyminősítést értek el. Az ő népdalcsoport után Gájer Felicia énekel, aki szintén kitüntetéses aranyminősítést kapott ugyanazon a versenyen. Ezúton is gratulálunk nekik. Harmonikán kísér Jakab Zétén és Vajta Ákos, felkészítő tanárok Gájernő Ferenc Mária és Ladócki Aranka. Die Bohler-Grundschule besuchte Janka und Hanna Pesti. Sie haben auch am Rezitationswettbewerb in Pest teilgenommen und haben mit ihr Singen die Qualifikation Gold mit Belobigung bekommen. Nach ihnen singt uns Felicia Geier Volkslieder, die auch als Schülerin der Bohler-Grundschule daran teilnahm und auch Gold mit Belobigung erreichte. Wir gratulieren den Mädchen herzlich. Begleitet werden sie heute auf Akkorden von Zetin Jakob und Ákos Vajta. Vorbereitet werden sie von Maria Gajani Ferenc und Aranka Ladóci. Oh, you see.
Csoport lép a színpadra. A Transline Néptánc Együttes 1987-ben alakult, 4 korcsoportjában közel 80 gyermek és fiatal táncol. Rendszeres szereplői a különböző helyi, regionális és országos rendezvényeknek, valamint felléptek a Kongresszusi Központban, a Nemzeti Színházban, a Müncheni Oktoberfesten és többször jártak külföldön is. Németországban, Ausztriában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Luxemburgban és Romániában. Több arany, ezüst minősítést, külön díjat és fesztivál díjat nyertek. 2017-ben a kitüntető megyei Babits Mihály díjat vehették át, 2008-ban pedig a Prima Közönség díj birtokosai lehettek. Több helyi gyűjtésű tánc után színpadra állították a Völgységi lakodalmast, a Majosi búcsút és a Cipói gyermekfarsangot is. Szívesen táncolnak más tájegységek német táncai mellett magyar táncokat is. Fő feladatuknak tekintik a német kultúra ápolását, továbbadását, a hagyományok őrzését, valamint a még meglévő tánckincs gyűjtését és színpadra állítását. Művészeti vezető Köhler Nikoff Ilona. Fogadják műsorukat sok szeretettel! Transline wurde im 1907 und 80 gegründet, in der 4 Altersgruppe wirkt rund 80 Kinder und Jugendliche mit. Die Vereinsmitglieder sind regelmäßige Teilnehmer bei lokalen, regionalen und landesweiten Veranstaltungen. Die Tänzer traten im Budapest Kongresszentrum, im Nationaltheater, beim Münchener Oktoberfest auf und gastierten auch öfters im Ausland, so wie zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Serbien, Kroatien, Slowenien, der Slowakei, in Luxemburg und Rumänien. Der Verein hat mehrere Gold- und Silberqualifikationen, Festival- und Sonderpreise. In den Choreografien werden auch Traditionen der Ungarn-Deutschen der Region bearbeitet, so die Hochzeit, Kirchweih oder der Kinderfasching. Auf dem Programm der Tanzgruppe stehen vor allem Ungarn-Deutsche, aber auch einige ungarische Tänze. Die wichtigste Zielsetzung des Vereins ist die Pflege und die Weitergabe der ungarn-deutschen Kultur. Weiterhin forscht man auch noch nach verborgenen Schätzen des Volkstanzes. Künstlerische Leiterin Ilona Köhler-Koch, Leiter der Tanzgruppe Alexander Pali und Monika Dehr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dazu. Thank you.
Thank you.